Hallo und herzlich willkommen hier aus dem kleinen Heldenladen. Ich bin der Klemmbau Stefan und heute gibt es mal wieder ein Update, was sich die Woche hier alles getan hat. Ich nehme es gleich vorweg, falls es demnächst lauter wird, könnte es sein, dass die Bauarbeiter eine Straße weiter den Presslufthammer wieder angeworfen haben. Ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, die machen kurz Pause und drehe für euch ein kleines Filmchen, was wir die Woche wieder bekommen haben. Da war nämlich einiges mit dabei und vielleicht habt ihr das auf Instagram schon gesehen. Ich starte einfach mal direkt los. Wir haben eine Neuheit bekommen, die letzte Woche kurzerhand angeliefert wurde und sofort auch wieder ausverkauft war. Nicht schlimm, diese Woche habe ich wieder genug für euch alle vorrätig. Und zwar geht es hier um das Eintracht Frankfurt Stadion von Brix, besser gesagt den Deutschen Bank Park. Haben wir ab sofort für euch hier verfügbar im Laden, auch einmal aufgebaut, ausgestellt, dass ihr euch das Modell einmal anschauen könnt. 417 Teile für 40 Euro. Keine Sticker, alles bedruckte Teile. Oder besser gesagt, ich wurde schon so oft nachgefragt. Ich denke mal, der zweite Schwung wird sich auch einfach so in Luft auflösen und dann werde ich für euch nachbestellen. Von daher keine Sorge, ich werde den Artikel immer wieder bekommen. Ebenfalls wieder bekommen, ich mache es ein bisschen schneller, jetzt sind wir schon bei Lego, habe ich hier diese zwei Kracher-Sets. Und zwar geht es da einmal um das Diorama auf der Tentiv mit der Special-Figur Fives. Ich halte es euch einfach mal verkehrt rum in die Kamera, kann man ja mal machen. Hier, das da. Das ist super begehrt und war natürlich direkt nach Release ausverkauft. Ebenfalls beliebt war hier die 76919, der McLaren von letzten Jahr Formel 1 Wagen. Viele Sticker, bedruckte Reifen, sehr, sehr schönes Modell. Wer den noch nicht hat, da mal zuschlagen. Ich habe nämlich gehört, in zwei Wochen kommt eventuell ein Aston Martin Doppelpack, ebenfalls mit einem Formel 1 Wagen und einem Safety Car. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ebenfalls auf die G-Klasse und den Mercedes SL mit bedruckten Rücklichtern. Da freue ich mich sehr drauf, die werden auf jeden Fall gebaut, die Modelle, und vielleicht auch umgebaut. Dann haben wir noch ein bisschen was bekommen, da warten wohl die meisten drauf. Ich mache schon mal einen kleinen Trommelwirbel, da war er für euch. Kobi, jede Menge Kobi ist gekommen und wer denkt, da geht es immer nur um Militär und Krieg. Nee, schaut mal hier hinter mir, da habe ich ein bisschen was für euch vorbereitet. Besser gesagt, ich habe es einfach mal stehen lassen, habe es noch nicht weggeräumt. Denn wir haben natürlich auch von Kobi hier diese ganzen kleinen Oldtimer. Hier so, ein Trabant 601, sehr schöner Blauton. Oder den Lancia Delta Integrale. So, diesmal habe ich es aber mit dem Namen raus. hab mir vorher nochmal angeschaut und denke gerade nicht gleichzeitig an so viele Sachen. Von daher, da haben wir jede Menge Autos im Nachschub bekommen und zwei neue. Die haben dann allerdings wieder einen Militärbezug. Ich zeige es euch trotzdem. Und zwar geht es hier um die Willys Jeeps. Da kommen jetzt hier noch große Modelle. Auf der Messe hatte ich ihn ja euch schon gezeigt. Sowohl das 1:1 Modell, was in Nürnberg ausgestellt war, als auch den, was wird sein, 1:12er. Zumindest die kleine Variante. Kommt auch einmal als Sunny, also hier mit der roten Kreuzlackierung mit auf dem Markt, oder in Blank, in Normal. Doch damit nicht genug. Ich habe noch mehr. Ich fange mal groß an, weil es am nächsten steht. Hier haben wir wieder bekommen ein Opel Manta, und zwar das A-Modell. Diesmal aber in zwei verschiedenen Versionen. Ich habe die normale Version, die ich hier gerade auch in der Hand halte, und die Executive Version. Nein, Moment, da oben steht es, Executive. Da ist ja die schwarze Base mit dabei, aber die ist nicht abgebildet. Ist es aber auf der Seite, schaut mal. Da, um diese Platte geht's. Wer die haben möchte, das Modell habe ich mit beiden Versionen. Entweder mit Baseplates oder ohne. Und auch noch in Orange. Da aber dann nur ohne Baseplate. Also ihr habt die freie Wahl, was euer neues Auto werden soll. So, dann habe ich noch ein bisschen was bekommen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Trage ich da einen Schwung rüber? Oh Gott, ich glaube, ich probiere das mal so. Noch nicht hingucken. So, ist geheim. Seht ihr das? Perfekt. Was habe ich hier bekommen? Ein Northrop F5A Freedom Fighter. Wurde ich auch schon häufiger nachgefragt. Habe ich jetzt einfach mal mitbestellt. Ich glaube, von der gibt es sogar verschiedene Versionen. Ich habe mich jetzt hier für die Camouflagefarbenen entschieden. Welche Nationalität haben wir? United States, ein amerikanischer Flieger. Super beliebt ist hier der Eurofighter, die deutsche Version. Gibt es aktuell drei verschiedene auf dem Markt. Ich glaube, Italien und
Österreich oder Schweiz. War noch eine weitere. Auf jeden Fall die deutsche Version von den Fliegern habe ich wieder da. Auch in großen Mengen. Von daher, die werden das Wochenende halten. Bin ich ganz optimistisch. Ebenfalls bei der F-22 Raptor. Haben wir jetzt wieder im Schaufenster stehen. Kann ich jede Woche einmal rausnehmen, sobald das Set ausverkauft ist, damit nicht so viele Leute danach fragen. Der sieht echt schon verdammt gut aus, muss ich gestehen. Und deswegen haben wir ihn ja auch ins Schaufenster gestellt. Aber deswegen ist er auch immer ausverkauft. Diese Woche wieder da. Ich gehe mal davon aus, die nächste wird er wieder weg sein und die darauf wieder vorrätig. So, jetzt habe ich hier einen absoluten Kracher. Den hebe ich mir aber für später auf. Und mache erstmal weiter mit einer HIMARS. HIMARS? Ist das eine Flugabwehr? Irgendwas mit schwerer Bewaffnung. Gibt es in 3 verschiedenen Versionen. Ihr könnt euch aussuchen, welche Lackierung ihr drauf macht. Ob amerikanisch, ukrainisch oder polnisch. Und da hinten sieht man auch die Unterschiede der 3 Modelle. Hier am Kennzeichen oder an der Lackierung an der hinteren Seite. Da weiß ich auch schon, da sind viele am Warten gewesen, bis dieses Modell endlich bei uns erscheint. Für euch habe ich natürlich auch schon eure Version beiseite gelegt. Keine Angst, die liegen schon hinten mit eurem Namen drauf. Ebenfalls was schon hinten reserviert wurde, vorbestellt wurde und es viele nicht erwarten können, bis es endlich auf den Markt kommt, ist der Tiger 131 in der handlichen Variante. Gab es ja bisher im in Farbton 10, also Sandfarben, ganz ocker, sage ich mal. Gleiche Modell, auch ähnliche Preisklasse. Und Moment, der hier war teurer. 1275 Teile, ich merke es auch schon an der Packung, der ist ziemlich schwer. Preis muss ich noch nachschauen, habe ich heute noch keine Gelegenheit gehabt, da die ganzen Schilder mit dran zu machen. Das werde ich dann morgen bzw. heute, ihr seht das Video ja heute, im Laufe des Tages dann noch machen, dass ich da die ganzen Preise mit auszeichnen werde. Aber der ist auf jeden Fall schwer begehrt und falls ihr ihn die letzten 2-3 Wochen schon haben wolltet, habe ich natürlich auch für euch hier reserviert. Sonder-Kfz haben wir wieder da. War kurze Zeit vergriffen. Jetzt ist es wieder da. Hypekette, Gunmetal Cray und offener Transporter. Ja, kennt ihr bestimmt schon. Ganz neu bekommen wiederum haben wir hier aus der modernen Serie. Wie heißt die nochmal? Modern Warfare? Modern? Irgendwas Modernes. Hier, T-72. Eine russische Version eines modernen Panzers hatten wir bisher in Leopard. 2 verschiedene Versionen und einen M4A2 vielleicht in 2 Versionen. Die amerikanische Variante auf jeden Fall. Und was wir noch bekommen haben, jede Menge Züge. Und zwar nicht nur diese, die ich euch gerade zeige, sondern auch die 6280, die 6281, die 6282 und in der Hand halte ich sie 6283. So, jetzt habe ich sie aber. Also das komplette Lokomotivprogramm von Kobi haben wir vorrätig. Die Unterschiede an sich sind, einmal ist komplett mit grauer Lackierung, einmal ist mit Tender, einmal ist ohne Tender. Und die 4. Version habe ich vergessen. Schaut euch das Video vom Thomas an. Er hat sie euch vorgestellt. Da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, welches eure nächste Lok werden soll. So, immer noch nicht genug. Ich habe noch mehr. Moment, eins habe ich verloren. Da steht eins. Ich flitze noch mal kurz ins Lager, weil ich so gut vorbereitet bin. Schwupps. Und schnappe mir dann noch ein Flugzeug. So, ein letztes Mal Trommelwirbel für dieses Video. Zwar habe ich hier bekommen, natürlich, ihr wisst es schon, die 747. Und da werde ich die Woche mindestens 2 Geburtstagskinder glücklich machen und ganz viele, die das Modell schon vorbestellt haben. Denn ich habe einen großen Schwung bekommen. Und die können hier abgeholt werden. Fliegerlizenz nicht vergessen und dann könnt ihr direkt hier auf die Rollbahn und mit dem guten Stück durchstarten. Und wem die rote Version nicht gefällt, hier die First Fly Edition, für die haben wir dann noch hier die Air Force One Edition. Und da habe ich gerade erst auf der Packung gesehen, die hat ja den coolen Blauton von der Horten oder dem Maserati MC20 Cielo. Da so, hier an den Triebwerken, da ist das neue Blau mit drin. Guckt mal. Finde ich gut. Und natürlich alles bedruckte Teile. Hier unten sieht man auch noch mehr Blau. Das heißt, ich nenne es mal, das Kinn des Flugzeuges ist auch blau. Und hier oben kann man es auch öffnen. Bin mal sehr gespannt, wie das
Modell denn hier aufgebaut ausschaut. Ich konnte es auf der Messe ja schon sehen, wobei den hier habe ich auf der Messe gesehen, allerdings bisher ohne Prints. Das heißt, da waren einfach noch provisorisch Sticker drüber geklebt, mit Tesafilm ein bisschen abgesichert. Und das sieht ja mittlerweile hoffentlich besser aus, bin ich mir ziemlich sicher. Aber aufgebaut habe ich sie noch nicht gesehen. Wobei, den da hat Thomas, glaube ich, schon gebaut. Wer da Interesse dran hat, schaut euch das Video an. So, jetzt gucke ich aber mal, dass ich die Sachen hier noch alle für euch unterbekomme und im Regal verstaut bekomme. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit einer großartigen Ladenöffnung für diese Woche. Ich freue mich sehr auf euren Besuch. Ich hoffe, das Wetter spielt noch mit. Und ja, ich hoffe, ich kriege euch alle glücklich und versorgt. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Klemmbau-Stefan. Ciao.